Wrestling ist herrlich verrückt, durchgeknallt, schrill. Yeah! Hochsportlich. Einer hat mir mal gesagt, das ist wie so eine Soap für Männer. So. Schaut euch die Verrückten an, die hier schon seit Stunden stehen und auf ihre Stars warten. Tim Wiese, unser Nationaltorhüter. Als Torwart hat man da möglicherweise einen leichteren Einstieg ins Wrestling. Könnte das sein? Ich habe natürlich auch viel Show gemacht früher im Fußball, aber das gehört natürlich auch zum Sport dazu, sonst wird es ja langweilig. Genau. Und deswegen, ja, wäre das vielleicht was für mich, genau. Ich habe keine Ahnung, was Tim anstellen wird. Allerdings habe ich ihn vorhin schon getroffen und ich muss sagen, boah, der Koloss von Rhodos, was hat der sich denn da drauf geschafft? Also angeblich wird er nur erscheinen und Hallo sagen. Wäre schon cool, wenn er so einen echt guten Move dann mit reinbringt. Vielleicht irgendeinen Minikampf oder sowas, das wäre schon ziemlich geil. German Goalkeeper! Wie er auch auf die Bühne gegangen ist, in den Ring, fand ich auch mutig, dass er sich da hat so provozieren lassen und herausfordern lassen. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, okay, wenn die anderen beiden, die Stardust-Jungs, jetzt nicht wegnocken, dann kommt er und macht dann was. Und dann war ich fast traurig, dass das dann passiert ist, dass dann die Jungs leider am Boden lagen. Das war echt so, nein, ich hätte so gerne Wiese gesehen. It seems like he fit right in, so we'll have to give him a welcome. I think he has what it takes to maybe be a WWE superstar. It's not football, it's WWE, so but if he wants to do it, go for it, you know? Yeah, and then why not? Bring it on.